Der Verwaltungsgerichtshof München hat in seiner Entscheidung vom 4.10.2021 die Rechtswidrigkeit der Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Das hatte ich euch in verschiedensten Videos schon damals prognostiziert, dass das so kommen wird. Die Voraussetzungen waren weder in formeller Hinsicht noch in materieller Hinsicht gegeben. Das Ganze war unverhältnismäßig. Das ist also eine Klatsche auf ganzer Linie für die bayerische Regierung. Die bayerische Regierung hat, was soll sie auch anders tun, jetzt das Bundesverwaltungsgericht angerufen. Es wird von dort aus dann noch eine Entscheidung geben. Es ist also jetzt noch keine endgültige Entscheidung. Ich gehe aber nahezu 100% sicher davon aus, dass die Maßnahmen rechtswidrig sind, dass letztendlich die Regierung da auch vor dem Bundesverwaltungsgericht verlieren wird. Das hatte ich euch in einem anderen Video schon dargelegt, warum das so ist. Da will ich jetzt nicht im Detail mehr darauf eingehen. Schau dir gerne das Video nochmal an. Heute geht es um eine andere Frage. Da hatten mich sehr viele Anfragen zu erreicht. Inwieweit hat sich eigentlich der Ministerpräsident oder haben sich Teile seiner Regierung strafbar gemacht und dadurch, dass sie mit einer rechtswidrigen Ausgangssperre die Bürger eingesperrt haben, ne? Das wäre ja sonst, wenn ich nicht drin bleibe, dann kriege ich ja eine Sanktion. Das ist dann quasi die klassische Nötigungssituation, aber eben auch eine Freiheitsberaubung, wenn du jemand bei Strafe eben verbietest, irgendwo rauszugehen, dann setzt du ihm da so einem Druck aus, ja? Und wir haben es bei der Nötigung relativ klar, dass das vom Tatbestand her zumindest eine Nötigung sein könnte. Und bei der Freiheitsberaubung, da haben wir den Paragraphen 239 StGB. Wer einen anderen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist hier strafbar. Und hast du jetzt also eine relativ klare Strafandrohung. Und jetzt stellt sich die Frage, kann denn überhaupt in solchen Fällen man Teil einer Regierung oder vielleicht den Ministerpräsidenten, kann man die in solchen Fällen belangen? Das ist... Du merkst schon, ich fange an, mich zu räuspern. Ja? Das ist erstmal eine Frage, die ihr hier habt. Ja? Ich würde erstmal sagen, einen gewissen Automatismus gibt es da nicht. Ja? Das Problem ist hier an ganz verschiedenen Stellen des Tatbestandes gegeben. Also es wurde ja die Bewegungsfreiheit, zumindest jetzt mal was die Freiheitsberaubung betrifft, die wurde ja nicht vollständig aufgehoben, sondern es wurde ja nur für bestimmte Teilbereiche die Bewegung erschwert. Ja? Also man durfte eben ab einer bestimmten Zeit das Haus nicht verlassen, aber man konnte sich im Haus, auf seinem Grundstück und so weiter, konnte man sich bewegen. So das eine. Aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen fieselig gedacht. Ja, zumindest bei der Nötigung wäre das ja gar nicht mehr die Voraussetzung. Aber gibt es da vielleicht noch andere Probleme? Ein anderes Problem, was man bei der Strafbarkeit sicherlich haben wird, und so wird wahrscheinlich dann auch so ein Verfahren eingestellt werden, die Regierung hatte zur damaligen Zeit ja Gründe. Die Gründe waren auch nicht von der Hand zu weisen. Es gab Experten auch, die da gesagt haben, das macht Sinn. Die haben natürlich gesagt, und das ging nicht, und das habe ich euch auch von Anfang an hier gesagt, die haben gesagt, der Hauptgrund ist nicht, dass wir Angst haben, dass die Leute sich draußen anstecken, wenn sie da an der, wie ich, durchs Dorf flanieren, ja, sondern der Hauptgrund war eigentlich, dass man gesagt hat, wenn die abends noch aus dem Haus gehen, dann treffen die sich ja mit anderen und verstoßen dann gegen die Corona-Auflagen, halten den Abstand nicht ein, halten die Maskenpflicht nicht ein, und deswegen lassen wir sie gar nicht erst aus dem Haus gehen. Und das ist so die eine Seite, also die hatten Gründe, wo ich gesagt habe, naja, aber man kann, was ist das für ein Rechtsverständnis? Ne, das sagt letztendlich auch das Gericht, ja, die sagen hier, was ist das für ein Verständnis einer Regierung zu seinem Volk, dass man sagt, wir sperren die ein, damit die keine Straftaten begehen. Ja, ich hatte euch hier auch gesagt in einem anderen Video, na dann müsste man die allen Leute ja sicherheitshalber alle in Einzelhaft nehmen, dann begehen die gar keine Straftaten mehr. Das kann nicht Grund und Anlass für eine Regelung sein. Aber das ist auch die eine Seite. Das hatte ich euch auch so gesagt.
Die andere Seite ist natürlich, wollte sich ja gerade Söder in der Zeit sehr stark als Führungskraft, als künftiger Kanzler profilieren und als starker Mann in der Politik. Und gerade dieses Bestreben, das könnte ihm unter dem Gesichtspunkt zum Verhängnis werden, wenn man nämlich sagt, im Vordergrund stand ja hier gar nicht, dass er eine vernünftige Regelung finden wollte oder dass er diese Gründe, die es für die Regelung gab, vielleicht eben nur handwerklich schlecht umgesetzt hat oder übers Ziel hinausgeschossen ist. Das alles stand ja nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund stand ja seine Profilisierung, seine Profilierungssucht, ja, weil er sie als starker Mann darstellen wollte. Das hat er ja auch, also das wird, glaube ich, keiner bestreiten, der ihn beobachtet hat. Allerdings wird das wahrscheinlich nicht reichen. Also machen wir uns nichts vor, wenn jetzt Strafanzeigen erfolgen werden, die sind ja schon erfolgt und die werden auch erfolgen und die Verfolgungsbehörden das auf den Tisch kriegen, dann werden die sagen, dass ganz offensichtlich hier keine Strafbarkeit gegeben, denn es ging ja hier um die richtige Sache. Die Intention war in Ordnung. Bei der Nötigung wird man sagen, das war ja nicht in dem Sinn rechtswidrig gedacht so. Und bei der Freiheitsberaubung wird man mit ähnlicher Situation argumentieren. Wenn du selbst gegen Bußgeldbescheide konsequent Einspruch eingelegt hast, dagegen geklagt hast, dann meinem Rat gefolgt bist, dann wirst du für deine Verfahren jetzt gute Erfolgsaussichten haben. Wenn du es nicht gemacht hast, dann wird es ein bisschen schwer sein, sein Geld zurückzubekommen, wenn du schon gezahlt hast. Theoretisch aber auch denkbar, auch dazu hatte ich schon ein Video gemacht. Aber die Strafbarkeit der Regierung, die Bestrafung der Regierung unter strafrechtlichen Gesichtspunkten, die werden wir, so ist meine Prognose, hier an der Stelle nicht erleben.